Grüß Gott und herzlich willkommen zur siebten und letzten Lerneinheit zur Didaktik der Geometrie. Aus Zeitgründen gibt es diesmal keinen Greenscreen, dafür habe ich mich heute extra schick gemacht und ich darf auch mal etwas ins Blaue gehende tragen, ohne dass Teile von mir dann gleich unsichtbar werden. Zum Inhalt. Heute geht es um analytische Geometrie. Genauer, ich arbeite zunächst heraus, worin da meines Erachtens das unabdingbare Grundwissen besteht, das man als Lernender gut verstanden haben sollte. Da kommt dann vieles vor, was wir auch in der Schulmathematik lineare Algebra besprochen haben. Dann geht es um die häufig kritisierte schultypische Aufgabenkultur im Unterricht zur analytischen Geometrie. Es geht also darum, was wird dort traditionell an Beispielen gestellt, warum ist das vielleicht nicht das Gelbe vom Ei und welche Möglichkeiten hat man da, etwas anderes und dann hoffentlich auch sinnvolleres oder besser zu machen. Schließlich wird es um die Frage gehen, was sollte jeder Schüler und was sollte jede Schülerin am Ende der Oberstufe dann wissen und können, um eben auch gefahrlos durch die Zentralmatura in der AHS und BHS zu kommen. Wir sehen dort also Kompetenzanforderungen an und ausgewählte Beispiele. Zum Grundwissen. Analytische Geometrie baut zumindest heutzutage im Wesentlichen auf dem Vektorbegriff und auf die Vektorrechnung auf. Die haben wir in der letzten Lektion und in der Präsenzsitzung aber bereits besprochen. Bevor es um Geraden, Ebenen und andere daraus zusammengesetzte geometrische Figuren gehen kann, ist zunächst einmal zu klären, was mit Vektoren und Vektorrechnung angefangen werden kann in der analytischen Geometrie. Vektoren beschreiben Punkte oder aber Mengen parallel gleicher Pfeile. Mit der Vektoraddition als Koordinatenaddition kann man die Verschiebung oder Bewegung eines Punktes entlang eines Pfeils beschreiben. Oder eine aus zwei Einzelverschiebungen oder Einzelbewegungen zusammengesetzte resultierende Verschiebung bzw. Bewegung. Mit einem Skalar, also einer reellen Zahl, multipliziert man einen Koordinatenvektor. Wenn man nicht genau die Länge eines Pfeils entlang verschieben will oder entlang laufen will, sondern kürzer oder länger oder in die entgegengesetzte Richtung. Außerdem sollte man Rechengesetze kennen, also zum Beispiel das Kommutativgesetz der Addition. Jetzt kann man dann neben Punkten und Pfeilen überlegen, wie man zu algebraischen Darstellungen für Geraden, Strecken und Strahlen als nächsten Elementarobjekten kommen kann. Aus der Unterstufe kennen die Lernenden bereits die Funktionsgleichung einer linearen Funktion als eine mögliche algebraische Darstellung einer Geraden. Auch die Parameter sollten sie bereits geometrisch deuten können. D sagt einem, wo es auf der Y-Achse losgeht. K sagt, wie viele Einheiten man nach oben, beziehungsweise wenn K negativ ist, nach unten gehen muss, wenn man sich jeweils um eine Einheit nach rechts bewegt. Die Darstellung, die zwar Vektoren, aber noch kein Skalarprodukt voraussetzt, ist dann die Parameterform, deshalb meistens die erste, die man im Unterricht zur analytischen Geometrie neu kennenlernt. Das ist auch eine Form der Geradengleichung, die eine relativ intuitive Deutung hat. Man hat einen Aufpunkt und einen Richtungsvektor und der wird dann per Parameter lang, kurz gezogen bzw. auch noch umgedreht. Die Normalform der Geradengleichung in der Ebene hat dann gleich zwei typische Darstellungen. Links ganz ohne Vektoren als Koordinatengleichung und rechts mit Vektoren als Normalvektorform. In beiden Fällen kann man die beteiligten Terme und Variablen wieder geometrisch deuten. Das geht aber mit Vektoren leichter als ohne. Keine Sorge, ich blende das jetzt zwar gleich weg, aber das kommt gleich nochmal eingehender. Hier also nur vorab als Teaser zum Selberlesen. In der Schulmathematik linearen Algebra haben wir den auf der Folie stehenden Satz kennengelernt und dann die Parameterdarstellung entsprechend definiert und die lange und die kurze Schreibweise für Geradengleichungen festgehalten. Auf die Nummern sollten Sie da bitte nicht achten, beim Herüberkopieren ist da einfach was verrutscht und ich war zu faul, jetzt die automatische Nummerierung in LaTeX wieder auszustalten. Ich spoiler ja auch schon mal, dass da auch im Raum nichts verrutschen wird.
die Definition also ganz analog ist, ob wir von Geraden in der Ebene oder Geraden im Raum reden. Kennen sollten Sie das hier eh, aber wie kommt man im Unterricht dahin? Welche Intuition, welche geometrische Grundvorstellung steckt eigentlich hinter dieser Parameterform der Geradengleichung? Ich mache das jetzt mal schrittweise. Aus der Elementargeometrie der Unterstufe sollten die Lernenden bereits die Erfahrung mitbringen, dass zwei Punkte in der Ebene stets eindeutig eine Gerade festlegen. Wir wählen einfach mal zwei so Punkte auf einer Geraden aus und nennen die PQ. Deren Koordinaten bzw. die zugehörigen Vektoren sollen also bekannt sein im Folgenden. Dann nehmen wir mal einen Punkt OBDA, also ohne Bedingung der Allgemeinheit her, sagen wir mal P, und das wird jetzt unser Aufpunkt. Jetzt rechnen wir mit Spitze minus Schaftregel den zum Verbindungsfall PQ zugehörigen Vektor aus. Das ist dann schon mal unser Richtungsvektor. Jetzt ist die Idee, alle anderen Punkte x auf der Geraden müssen wir erreichen können, wenn wir von P ausgehen und uns in Richtung von G bewegen, wobei wir auch in die genau entgegengesetzte Richtung gehen dürfen. Das ist offenbar ein Fall für die Multiplikation mit einem Skalar. Kleiner 0 geht's in die Gegenrichtung. Kleiner als 1 ist man genau zwischen P und Q und größer als 1 geht man über Q noch hinaus. Das müssen wir dann nur noch aufschreiben als das berühmte x gleich P plus T mal G und wir sind fertig. Tipp noch, natürlich kann man diese Herleitung auch sehr gut durch eine entsprechende Visualisierung in GeoGebra begleiten, bei der man den Parameter eben als Schieberegler anlegt und gerade für Schritt 4 ist das ja geradezu aufgelegt, dass man dann guckt, was passiert mit T für verschiedene Werte, was passiert mit dem langgezogenen, gestreckten, gespiegelten Richtungsvektor. Bevor man zur Normalform der Geradengleichung kommt, beziehungsweise bevor man diese vollständig geometrisch durchschauen kann, benötigt man das Skalarprodukt, genauer in der linearen Algebra nennen Sie das das Standardskalarprodukt. Arithmetisch ist das eigentlich nicht weiter schwierig, mit einem kleinen Unterschied zur Addition. Hier ist das jetzt nicht so, dass das Ergebnis dieses Produkts wieder ein Vektor ist, in dem man die Multiplikation der jeweiligen Koordinaten drinstehen hat, sondern man erhält eine reelle Zahl, also einen Skalar, der die Summe dieser beiden Koordinatenprodukte darstellt. Deswegen heißt das Teil in Excel auch Summenprodukt und in der linearen Algebra nennen Sie das Skalarprodukt, weil das Ergebnis von so einer Multiplikation, das heißt ja Produkt, das ist ein Skalar, deswegen Skalarprodukt. Ja, und Skalare sind im Normalfall eigentlich fast immer reelle Zahlen. Malle macht das jetzt in seinem Schulbuch so. Er versucht das Skalarprodukt als Summenprodukt auch arithmetisch bzw. in Anwendungen zu motivieren über so eine Analogie zum normalen Produkt. Das muss man jetzt nicht unbedingt überzeugend finden, aber irgendwoher muss man irgendwie den Term A1 mal B1 plus A2 mal B2 bekommen. Ja, notfalls schreibt man ihn einfach an die Tafel. Besser ist vielleicht, man kann ihn irgendwie motivieren oder plausibilisieren. Man kann den auch geometrisch motivieren. Da brauchen Sie jetzt aber noch 2 bis 3 Folien Geduld. Nochmal zur Erinnerung für Sie, nicht unbedingt für Ihre späteren Lernenden, dass das normale Skalarprodukt die geometrische Bedeutung hat, die Sie auch kennen, liegt daran, dass wir in kartesischen Koordinatensystemen arbeiten. Also alle Achsen stehen normal zueinander und alle Einheiten auf allen Achsen sind überall gleich lang. Deshalb kann man die Länge eines Vektors bzw. den Abstand von 2 Punkten in einem Koordinatensystem aus den Koordinaten eines Vektors bzw. aus den Koordinaten der Punkte über den Satz des Pythagoras bestimmen, genau als Wurzel aus Summe der Quadrate der Koordinatendifferenz von den Punkten oder eben von Spitze und Schaft von dem Pfeil. Da schimmert irgendwie mit dieser Summe der Quadrate ja auch schon das Summenprodukt vorsichtig mal hervor. Auf dieser Basis kann man jetzt sagen, was der Betrag eines Vektors sein soll, nämlich gerade die Länge eines zugehörigen Pfeils. Man kann auch schon mal den Zusammenhang vom Betrag und Skalarprodukt des Vektors mit sich selbst klären und man kann auch sagen,
wie ein normierter, also auf die Länge 1 gebrachter, sogenannter Einheitsvektor zu einem Vektor, wo man dann immer unten so eine kleine Null ranschreibt, wie der berechnet werden kann. Als nächstes wird man dann unabhängig davon, ob man das Skalarprodukt schon eingeführt hat, den Winkel zwischen zwei Vektoren als den Winkel zwischen entsprechenden Pfeilen festlegen. Und schließlich wird es um den Zusammenhang von Skalarprodukt und Winkel gehen, unabhängig davon, ob wir das Skalarprodukt schon eingeführt haben. Da geht es also um diesen Satz hier und wir schauen uns auch nochmal die Beweisfigur an. Selbst wenn man noch kein Skalarprodukt arithmetisch vorher definiert hat, kann man diese Beweisfigur genauso hernehmen und jetzt anfangen zu versuchen herauszubekommen, wie lang ist eigentlich dieser Vektor v minus u. Sie sehen schon, da brauchen wir auf jeden Fall schon etwas, was einem die Länge angibt, also den Betrag müssen wir über den Satz des Pythagoras vorher schon besprochen haben. Solange man also zumindest den Betrag eines Vektors schon kennt, kann man mit Kosinussatz den Zusammenhang hier so, wie auf der Folie das steht, mit Vektoren notieren. Und dann rechnet man so lange herum, bis man diese ominöse Produktsumme auf der linken Seite stehen hat und den ganzen rechts auf der rechten Seite. Den Term auf der linken Seite, den hat man jetzt also geometrisch irgendwie motiviert und den nennt man in Zukunft Skalarprodukt. Und ab jetzt ist das dann auch egal, ob man das Skalarprodukt ursprünglich arithmetisch oder geometrisch motiviert hat. Man weiß auf jeden Fall, wie es arithmetisch bestimmt wird und was es geometrisch zu bedeuten hat. Zurück zu den Geradengleichungen. Die Normalform der Geradengleichung kann man einerseits als Koordinatengleichung auch schon dadurch erhalten, dass man die Einzelkoordinatengleichung aus der Parameterform, die man für x1 und x2 hat, jeweils nach t umformt, die dann gleichsetzt und dann wieder so weit umformt, bis x1 und x2 auf einer Seite stehen. Zudem wird diese Gleichung in der elementaren Algebra zum Teil schon bei nicht-geometrischen Anwendungen verwendet, etwa bei so Mischungsgleichungen, wo sie dann haben, also die eine Legierung in so und so viel Prozent kommt zusammen mit der anderen Legierung in so und so viel Prozent und jetzt wollen sie eine Gesamtmenge mit so und so viel Prozent daraus mischen. Da kommen sie auch auf sowas, was die Gestalt a mal x1 plus b mal x2 ist gleich c hat. Sie können die auch ohne Vektoren schon als gerade erkennen. Dazu müssen Sie einfach eine Wertetabelle anlegen und dann Punkte einzeichnen und dann sehen Sie, das ist eine Gerade. Und Sie können auch relativ leicht erarbeiten, dass c durch a bzw. c durch b gerade die Achsenabschnitte der beiden jeweiligen Achsen sind. Damit lassen sich dann Geraden, für die man die Koordinatengleichung kennt, auch relativ einfach zeichnen, und zwar ohne die zuvor in die Form y gleich k mal x d zu bringen. Sie müssen ja nur die beiden Achsenabschnitte eintragen und dann verbinden Sie die Geraden. Aber irgendwie wird das relativ wenig unterrichtet, obwohl es so leichter geht und man dann auch mitbekommt, worauf a und b einen Einfluss haben, wenn Sie das jetzt wieder dynamisch ansehen würden. Gibt natürlich Fälle, wo die dann parallel sind zu einer der Achsen, da hat man keine Achsenabschnitte, aber da kommen sie dann auch zum Teil mit dem Steigungsdreieck nicht wirklich weiter. In der Schulmathematik linearen Algebra haben wir jetzt dann wieder definiert, was die Normalvektordarstellung einer Gerade ist und wie man die dann so umformt, dass am Ende auch genau die Koordinatengleichung herauskommt. Didaktisch interessiert aber jetzt wieder, wie kommt man im Unterricht dahin, beziehungsweise was sind die geometrischen Vorstellungen dahinter, was sagt da die Intuition? Schauen wir uns das also wieder an. Geht wieder ganz gleich los, zwei Punkte bestimmen zunächst mal eine Gerade, die nennen wir PQ. Einen davon, wieder das P, nehmen wir als Aufpunkt. Den Richtungsvektor PQ müssen wir auch wieder ausrechnen. Und jetzt bestimmen wir über das Skalarprodukt ist gleich 0, beziehungsweise über diese Rechtskipp-Linkskipp-Regel einen Normalvektor zu diesem Richtungsvektor. Und jetzt kommt wieder die Überlegung. Wenn ich jetzt irgendeinen anderen Punkt x auf der Gerade mit p verbinden würde, dann muss dieser Verbindungsfall px natürlich immer noch normal zu diesem gerade bestimmten Normalvektor sein. Also ist das Skalarprodukt für jeden Verbindungsfall px gleich 0, womit wir wieder so eine Vektorgleichung für alle Punkte x auf der Geraden haben. Jetzt ist es dann nur noch ein wenig umstellen und die Gleichung in Koordinatenform auflösen. Dann stellt man fest, dass dieses AB, was wir vorher hatten, gerade die x1, x2 Koordinaten des Normalvektors sind
Und wir können jetzt auch erkennen, dass das C aus der Koordinatengleichung eben genau das Skalarprodukt von Normalvektor mit dem Koordinatenvektor von dem Aufpunkt ist. Im Raum definiert die eben behandelte Normalvektorform dann keine Gerade mehr, sondern eine Ebene. Für die kann man mit ganz ähnlicher Herleitung auch wieder eine Parameterform erhalten. Wenn man zu ebenen Normalvektoren bestimmen will, dann kann man das Problem entweder durch Gleichungssysteme lösen oder man löst es direkt allgemein, indem man einmal ein allgemeines Gleichungssystem löst. Das führt dann auf das sogenannte Vektorprodukt oder Kreuzprodukt. Das braucht man aber, wie gesagt, nicht zwingend, also hört jetzt hier auf jeden Fall das Grundwissen mal auf. Aber wofür setzt man das ganze Wissen jetzt ein? Hier wird es nun in der Tat etwas kritisch. Abschätzig bezeichnet man die gut etablierten, typischen Schnitt- und Abstandsprobleme aus der analytischen Geometrie manchmal auch als Hieb- und Stichaufgaben. Da gibt es, ganz ähnlich wie in der Kurvendiskussion in der Analysis, so ein paar Standardrechenwege, die muss man sich irgendwann mal drauf schaffen, da bringt man die irgendwann auch halbwegs zusammen. Das führt dann leider zu dem auch nicht untypischen Phänomen, dass im Grunde relativ unverstandene Kalküle auf immer gleiche Routineaufgaben angewendet werden. Das ist einerseits fad und andererseits führt das zu sehr unflexiblem und schnell vergessenem Wissen. Kleinste Variationen an den Aufgaben gegenüber dem, was man heftigst im Unterricht geübt hat, kann die Lernenden erheblich aus dem Tritt bringen und das ist natürlich in Zeiten von sowas wie Zentralmatura ziemlich gefährlich. Hinzu kommt, dass viele der Aufgaben, die man da bespricht, geometrisch gesehen eigentlich irgendwie merkwürdig oder sogar irrelevant sind. Kein Mensch würde sich in der Elementargeometrie so ohne weiteres fragen, wo sich zwei Geraden schneiden. Ja, man kann das eigentlich auch nicht fragen, weil wo genau die sich schneiden, wie soll man das angeben? Da bräuchte man ja schon Koordinaten. Man kann sich dafür interessieren, wo sich zwei Geraden schneiden, wenn die Geraden irgendein interessantes Objekt beschreiben oder der Schnittpunkt, der dann rauskommt, markiert eine besondere Lage und man will dann zum Beispiel sagen, ah, die schneiden sich gegenseitig genau in der Mitte, also die halbieren sich oder die schneiden sich innerhalb des Dreiecks, die schneiden sich außerhalb des Dreiecks. Aber einfach nur so fragen, wo schneiden sich zwei Geraden, das gibt's eigentlich nicht. Wo einfach nur in der Regel sogar schon direkt als Gleichungen vorgegebene Geraden miteinander geschnitten werden, also gar nichts mehr zu übersetzen ist von der Geometrie in die Algebra, wird eben einfach auch nur das Lösen von Gleichungssystemen geübt. Das ist aber noch keine analytische Geometrie, sondern das ist einfach nur Gleichungssysteme lösen üben. Und das Lernen des Lösens von Gleichungssystemen um seiner selbst willen trainieren, wird immer fraglicher, je mehr eine Technologie in den Unterricht kommt, die das sehr viel besser und schneller kann als die Lernenden selbst. Die Objektarmut der analytischen Geometrie ist dann teilweise hausgemacht. Man kann eben mit Vektoren am besten lineare Objekte, Punkte, Geraden und Ebenen beschreiben. Da kommt zum Beispiel in der Regel gar nichts Gekrümmtes vor, obwohl das ja auch interessant wäre. Es ist dann aber auch wieder teilweise mitbedingt durch die spezielle Aufgabenkultur, insofern als Punkte, Geraden, Ebenen ja zumindest geradlinig begrenzte Figuren und Körper beschreiben könnten. Aber weil man oft vorne am Grundverständnis dieser Geradengleichung und der geometrischen Bedeutung der einzelnen Teile gespart hat, traut man den Lernenden hinterher dann eben auch keine Beispiele zu, wo etwas komplexere Gebilde durch Punkte, Geraden und Ebenen beschrieben werden soll oder einmal selbst ein passendes Koordinatensystem zu finden ist oder eben überhaupt irgendetwas außerhalb der faden Routine passiert. Also, es ginge im Grunde durchaus mehr, auch mehr an interessanteren Objekten, wenn man nur wollte und wenn man wüsste, was und wie und wenn man sich Zeit für das Grundwissen nehmen würde. Einen gar nicht so wahnsinnig revolutionären, sondern eher von Standardaufgaben ausgehenden Vorschlag hat Gerald Wittmann 2013 in der Zeitschrift Praxis der Mathematik veröffentlicht. Der Vorschlag läuft eigentlich darauf hinaus, durch leichte Variation solcher Standardaufgaben zu einer Öffnung der Aufgabenkultur und damit zu mehr verständnisorientiertem Lernen beizutragen. Hier kommt jetzt dann mein Cop-out aus Zeitgründen. Ich zeige das jetzt nicht direkt hier im Video, sondern Sie bekommen das als Pflichtlektüre. Das ist auch eher kurz
und im Grunde eher eine kommentierte Aufgabensammlung. Der übergreifende Gedanke ist da, Aufgaben zu stellen, bei denen zwar auch etwas zu rechnen ist und auch mal Gleichungssysteme zu lösen sind, aber immer auch wieder das Verständnis, die Raumanschauung und das Wechseln zwischen geometrischen und arithmetisch-algebraischen Darstellungen gefordert ist. Ich halte das Video jetzt gleich sogar absichtlich kurz an und gebe Ihnen den Link auf die Pflichtlektüre hier rein. Der Volltext ist leider nur für die verfügbar, die das Video über Moodle an der Universität Klagenfurt ansehen. Lesen Sie das am besten erst einmal und schauen Sie sich dann erst den Rest des Videos an. So, jetzt an die AHS-Grundkompetenzen. Über das Modell selbst bzw. den Aufbau der Matura reden wir dann in den Grundfragen bzw. auch im Begleitseminar zu PPS 1. Falls Sie jetzt beides noch nicht hatten, denken Sie einfach mal, das sind jetzt etwas gröbere Lernziele, die man dann versucht in der Matura möglichst punktgenau zu überprüfen. Was analytische Geometrie betrifft, ist da aus dem Bereich Gleichungen und Ungleichungen und Gleichungssysteme vor allem die Kompetenz AG 2.5 zu nennen. Lineare Gleichungssysteme in zwei Variablen aufstellen, interpretieren, umformen, lösen, über Lösungsfälle Bescheid wissen, Lösungen und Lösungsfälle insbesondere geometrisch deuten. Der Rest von den Kompetenzen ist eher Algebra pur, jedenfalls eher nicht analytische Geometrie. Zu den Vektoren selbst ist zunächst einmal AG 3.1 außerhalb der Geometrie. Hier geht es um Zahlentupel auch und gerade in nicht geometrischen Kontexten. Auch die zweite Kompetenz deutet darauf hin, dass die Autoren an ein primär arithmetisches Vektorkonzept denken. Vektoren sollen als Punkte und Pfeile gedeutet werden, also sind sie zunächst mal arithmetische Objekte. Ist also hier nichts mit Pfeilklassen oder mit Ortsvektoren. Rechenoperationen und deren geometrische Bedeutung soll man auch kennen, wobei dann in der Fußnote dann für das Skalarprodukt schon wieder eingeräumt wird, dass bei der geometrischen Deutung nur an Winkel gleich 90 Grad, daraus folgt Skalarprodukt gleich 0 und umgekehrt gedacht ist. Betrag und andere Winkel bleiben also außen vor. Durch AG 3.4 und 3.5 ist dann ein eher kleiner Ausschnitt von den üblichen Schnitt- und Abstandsproblemen überhaupt als Grundkompetenz gefordert. Wenn Sie da mal etwas scharf hinsehen, sind alle Dinge, die Ebenen oder Schnittwinkel betreffen, gar nicht Gegenstand der Zentralmatura. Sie sollen die natürlich trotzdem unterrichten, also über Ebenen reden und auch über Winkel und Beträge. Aber Sie können da jetzt ein bisschen relaxter sein. Wie weit Ihre Lernenden da kommen, ist dann für die Matura nicht so wichtig. Da reichen dann Geraden und Punkte und deren Beziehungen. Aber machen Sie bitte die analytische Geometrie im Unterricht nicht noch objektärmer und noch langweiliger, als sie es ohnehin manchmal ist. Man darf, man soll, ja man muss sich im Unterricht schon allein des Lehrplans wegen mit mehr beschäftigen, als dann in der Zentralmatura geprüft wird. Außerdem wird Ihnen sonst eh fad, wenn Sie da Wochen oder Monate lang immer nur Punkte und Gerade miteinander verrechnen. Völlig fad sind zumindest die ursprünglich im Pilotprojekt in Klagenfurt entwickelten Beispiele eher nicht. Also bevor es so ernsthaft mit der Zentralmatura losging, hat man das an einzelnen Klassen ausprobiert. Hier sind mal drei Beispiele zu geraden bzw. linearen Gleichungssystemen. Die sind zwar nah dran an den schulüblichen Beispielen, haben aber alle einen Haken. Man muss grundsätzlich was verstanden haben und kann nicht einfach unverstanden ein Standardverfahren abspulen. Das erste Beispiel ist ungewöhnlich, weil die zweite Gleichung Parameter enthält und man die jetzt gezielt so wählen muss, dass sich dann gewisse Lagebeziehungen ergeben. Und das ist eben doch nochmal was anderes, als für zwei vollständig vorgegebene Geradengleichungen zu entscheiden, ob sie sich jetzt schneiden oder nicht. Allen drei Beispielen ist gemeinsam, dass jeweils Übersetzungsprozesse bzw. Darstellungswechsel erforderlich sind. Es ist etwas algebraisch gegeben und man muss jetzt Parameter so wählen oder Gleichungen so aufstellen, dass bestimmte geometrische Eigenschaften erfüllt sind. Damit zielen die Aufgaben genau auf den mathematischen Kern der analytischen Geometrie ab. Geometrie in Algebra übersetzen und wieder zurück.
Auch im Pilotprojekt gab es noch simplere Beispiele. Das hier fragt direkt nach der geometrischen Bedeutung der Rechenoperationen für die Vektoren. Okay, jetzt kommen auf jeden Fall noch ein paar Beispiele aus den echten Zentralmatura-Durchgängen. Das hier, das ist von 2014. Da war die Zentralmatura noch freiwillig. Die Aufgabe ist sehr ähnlich wie die Aufgabe auf der Seite davor. Rechenoperationen geometrisch interpretieren und dann entsprechend Vektoren als Pfeile ausgehend von Punkten darstellen. 2015 waren dann erstmals alle dran und das ist auch sozusagen Peak-Vektorrechnung. Hier gibt es die meisten, also genau drei Aufgaben. Und die erste Aufgabe hat auch etwas Stress gemacht, weil der Vektor hat hier mehr als drei Komponenten und der hat auch irgendwie überhaupt nichts mit Geometrie zu tun. Und einige haben dann auch gemeckert, ein Skalarprodukt, das geht nur Sorten rein, also man kann da nicht einfach Geldvektor mal Anzahlvektor nehmen. Den Einwand halte ich persönlich für Quatsch. Auch hier wieder etwas Elementareres. Hier soll man aus zwei Punkten eine Parameterform aufstellen. Das ist sicher sinnvoll, weil hier kommt absolut notwendiges Grundwissen vor. Wer das nicht hat, hat von Vektoren bzw. analytischer Geometrie mal wirklich nichts verstanden. Und hier nochmal wieder etwas mit Parameter passend wählen, also die etwas anspruchsvolle Variante des Darstellungswechsels. 2016 gab es nur eine einzige Aufgabe aus der analytischen Geometrie, nämlich genau diese hier. Die schaut jetzt erstmal leicht aus, aber man muss da aufpassen. Nicht einfach Schaft von V1 mit Spitze V verbinden, dann haben sie es direkt falsch gemacht, denn es soll ja V1 plus V2 gleich V sein und nicht V1 plus V gleich V2. Sie sollten in Gedanken also den Pfeil V da herüberschreiben und dann finden Sie sehr schnell den noch fehlenden Summanden V2, das ist der rote Pfeil. 2017 gab es wieder zwei Beispiele, das zweite zeige ich jetzt nicht, das ist wieder Geraden mit Parameter und dann irgendwie so wählen, dass da was geometrisch passt. Hier ist jetzt mal zur Abwechslung eins mit räumlichen Koordinaten. Da ist auch ein bisschen Raumvorstellung gefragt, man muss halt überlegen, was da jetzt in diesen Koordinaten Länge, Breite, Höhe angibt und wo dann jeweils die Ecken liegen. Okay, aber jetzt noch fix zur BHS, sonst breche ich mein Versprechen, dass das hier schneller geht als beim letzten Mal. So, da ist erstmal im allgemeinen schultypenübergreifenden Teil gar keine Vektorrechnung oder analytische Geometrie enthalten. Was man können muss, ist sich lineare Gleichungen und eben 2x2 Gleichungssysteme und deren Lösungen bzw. Lösungsfälle wieder geometrisch vorstellen können. Also das braucht man egal, in welche BHS-Schulform man geht. In der Bundesanstalt für Elementarpädagoginnen und bei der Berufsreifeprüfung und in der BASOP, da weiß ich gar nicht, was das genau heißt, hat man dann nur ebene analytische Geometrie, aber eben keine im Raum. Für Kindergärtner ist also zum Beispiel alles flach, aber dafür müssen sie dann sogar mehr können im Flachen als die AASler. Hier muss man nämlich Winkel und Betrag mit dem Skalarprodukt bestimmen können und das ist nicht auf 90 Grad und Skalarprodukt gleich 0 beschränkt. HLFS und HUM, die haben gar keine Vektoren, aber die haben lineare Optimierung, also lineare Ungleichungssysteme. Wobei hier nicht ganz klar ist, ob man die jetzt grafisch interpretieren muss oder eh alles am Rechner machen soll. HAK hat keine Vektorrechnung, aber dafür Matrizenrechnung. HTL Cluster 1, da sind unter anderem Bautechnik, Betriebsmanagement, Grafik- und Kommunikationsdesign, Innenarchitektur, Holztechnologie, Kunst und Design, Medien- und Wirtschaftsingenieure dabei. Die haben Trigonometrie und bei den Vektoren haben die genau dasselbe wie angehende Elementarpädagoginnen. Es bleibt also alles flach. HTL Cluster 2, da sind dann die ganzen Techniker im engeren Sinne und die Informatiker und die Chemieingenieure drin. Die haben am meisten, nämlich Trigonometrie, das volle Programm und ebene und räumliche Geometrie auch das volle Programm, inklusive alle Winkelbeträge, Lagebeziehungen von Geraden in der Ebene und im Raum. Hier kann ich jetzt für die BHS insgesamt nur zwei Beispiele aus den HTL-Clustern angeben, eigentlich sogar nur 1,5, weil eine davon nur anscheinend etwas mit Vektoren zu tun hat. Das hier ist diese Fake-analytische Geometrieaufgabe aus dem nicht so technischen HTL-Cluster, weil
schauen Sie mal hin, da brauchen Sie gar keine Vektoren, obwohl da im Bild Pfeile drin sind, weil es steht überall schon, wie lang die Pfeile sind und man braucht nur die Länge der Pfeile, die Richtung ist komplett wurscht und weil die Länge schon da steht, muss man eigentlich auch nichts über Beträge wissen. So, das hier ist jetzt die real analytische Geometrieaufgabe und die enthält in A auch ein bisschen Physik. Sie müssen nämlich für Aufgabenteil A wissen, dass wenn man das vektoriell schreibt, Arbeit einfach das Skalarprodukt von Kraft und Weg ist. Techniker wissen das aber in der Regel eh, weil die machen viel Physik. Aufgabenteil B kann man hingegen ganz ohne physikalisches Wissen lösen. Man muss nur wissen, wie man Vektoren addiert und subtrahiert und wie man deren Betrag ausrechnet. Insgesamt würde ich meinen, dass die Aufgabe nicht wirklich anspruchsvoller als einige der Beispiele aus der ARS sind. Der Unterschied ist vielleicht, an der ARS traut man sich das mit der Physik halt nicht. Das finde ich ein bisschen schade, denn Physik ist eigentlich das bevorzugte Anwendungsfeld für geometrische Vektoren, die man dann durch Koordinaten darstellt. Es gibt sogar Mathematikhistoriker, die die These vertreten, dass Geometrie überhaupt nur zufällig in der Mathematik gelandet ist und das hätte genauso gut in die Physik gepasst, beziehungsweise das ist so eine Art Protophysik. Aber ich schweife ab, ich habe noch nichts gegessen und es ist jetzt 9:30 durch. Also, ich habe dieses Semester mit Videos aufnehmen fertig. Sie machen noch ein letztes Mal das Abschlussquiz und der Abspann ist diesmal ein bisschen länger, also nicht wundern, wenn das Video insgesamt dann doch wieder gut lang ist. Also, tschüss.